Ja, hallo, Servus und liebe Grüße aus Moskau. Ihr seht, um mich herum ist alles hell erleuchtet. Das heißt, ich bin hier vor Ort. Melde mich am letzten Tag der Möglichkeit, der realistischen Möglichkeit, hier Dokumente einzureichen. Ich habe es für viele Kunden jetzt geschafft. Wir haben die Dokumente eingereicht, haben teilweise auch schon Rückmeldungen, dass es sich um gute Dokumente handelt. Teilweise haben wir auch die Rückmeldung, dass die ADRs zur Freigabe, zur Ausführung, zum Umtausch in die Aktien freigegeben worden sind und dann nur noch mal einem finalen Check unterzogen werden müssen. Teilweise gab es auch Rückfragen, so gab es hin zu deutschen Notaren, die wir mitbekommen haben. Aber auch hier sind wir gut beraten worden in Moskau selbst, denn diese Fragen waren uns vorab schon bekannt. Das heißt, wir konnten, bevor die Rückfrage kam, dann schon wieder neue Dokumente in Deutschland erstellen und die hier nach Moskau, nach Russland bringen und sind jetzt hier sozusagen in den letzten Zügen der Einreichung. Unsere Anwälte, die arbeiten heute bis spät in die Nacht, um noch die letzten Anträge auch einreichen zu können. Und ansonsten haben wir mit den beiden auch schon gesprochen. Das heißt, es wird jetzt die nächsten Aufgaben geben, die hier auf uns zukommen. Ich habe gehört, dass ja bei der einen oder anderen Aktie auch Dividenden gezahlt worden sind. Und ihr wisst ja selber, diejenigen, die die ADRs haben, ihr hattet da bisher keinen Anspruch drauf. Aber wenn eben die ADRs in die Aktien umgewandelt worden sind, dann habt ihr die Möglichkeit, rückwirkend diese Dividende zu beantragen. Also beispielsweise eben bei Gazprom war ja jetzt gerade der Dividendentag gewesen, der Ex-Tag, der Zahltag, die sind auch schon vorbei. Und ich muss jetzt überlegen, bei Rosneft oder Rostelekom, bei einem von beiden, ich glaube Rosneft war es gewesen, ist auch schon eine Weile her, dass dort für die originalen Aktien die Dividende gezahlt wurde. Auch hier, wer von euch da ADRs umgewandelt hat, auch dort die Möglichkeit, natürlich auch bei allen anderen, dass ihr die Anträge stellen könnt. Ratet mal, über wen ihr das machen könnt. Das heißt, es gibt dann eine neue Aufgabe für uns, dass wir hier vor Ort eure Dividenden beantragen können. Also wer von euch möchte, wendet sich gern an meine E-Mail-Adresse, die ihr über den Kanal findet, beziehungsweise über die Website adrumwandlung.de dann auch ein Erstgespräch buchen. Da können wir das Ganze mal kurz durchsprechen. Und ansonsten, wenn ihr Fragen habt, lasst gern einen Kommentar da. Ihr könnt natürlich auch gern den Kanal abonnieren, damit ihr die neuesten Infos dann bekommt, sobald wir hier neue Informationen vor Ort haben. Bis dahin. Ich wünsche euch alles Gute, schöne Grüße in die Heimat nach Deutschland, nach Österreich, in die Schweiz und bis bald mal wieder. Macht's gut. Ciao.